Gut, ich habe die nette Information gekriegt, da heute ein straffer Zeitplan ist und wir frühestmöglich hier wieder raus dürfen, müssen, können, sollen. Habe ich gestern Abend noch kurz mit dem Orga-Team selber gesprochen. Die sagten, sehen mal zu, dass wir hier pünktlich durchkommen. Erstmal vielen Dank, dass ihr trotzdem um 11 geschafft habt, aufzustehen. Der letzte Tag ist immer der härteste. Bei dem Slot, als ich ihn gelesen habe, habe ich auch gedacht, mal sehen, wer wie viel Lust und wie viel Zeit und wie interessant das Thema ist. Aber anscheinend, vielen Dank, herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wir fangen erstmal mit dem Spaß an. Was ist das und wofür braucht man es und wie und was und überhaupt und was hat das Ganze mit dem Auto zu tun? Ja, ich habe da durchaus Technologie vom Auto drin, wie man uns schwer erkennen kann. Und das Ganze nur auf eine Wand zu dübeln und zu sagen, von wegen, das ist ein Demonstrator und das könnte man ja mal gebrauchen und hier funktioniert das so und da funktioniert das so, ist langweilig. Dass das langweilig ist, habe ich auch festgestellt, nachdem die Frau da mal eben drauf saß. Da habe ich sie runtergescheucht und habe ihm einfach mal unten den Bauch aufgeschlitzt. Im Moment sieht das auch so aus, das ist ein relativ aktuelles Bild. Die Bilder sind alle gestern noch entstanden. Ja, es ist wirklich reichlich Kabel da drin. Wofür macht man das? Nur um Lampen anzumachen? Nee, ist ja langweilig. Der kleine Schalter, der kommt aus dem alten Renault, der hätte alle Funktionen gehabt. Der hat Licht, Fernhupe, Blinker, alles vorhanden. Dafür muss ich doch nicht so ein Fahrzeug aufschrauben, geschweige denn, da so viel Elektronik reinzupacken. Oder noch extremer, wir packen da einen Kennbus rein. Komplett oversized. Aber wie ich gerade schon sagte, wäre ja langweilig, das Ding einfach nur auf eine Wand zu dübeln und zu sagen, guck mal, das sind hier zwei Nodes. Die schwarzen Dinger sind Ein- und Ausgänge, die auf dem CAN-Bus hängen. So wie hier in dem Bild im oberen Teil sehen, dass alle Teilnehmer auf einem Bussystem hängen. Bisschen Übersicht, naja, aber warum macht man das? Kennen wir alle die Antworten. Das Bussystem selber, alle Teilnehmer hängen auf einem Bus. Dieser Bus ist CAN. Wird wirklich so auch im Auto verwendet. Ich benutze auch wirklich die Pegel und auch die Spannung. Mit einer kleinen Besonderheit gehe ich aber nachher kurz nochmal drauf ein, warum ich die Besonderheit benutze oder warum diese Besonderheit nachher das Erklären und Arbeiten auf dem Bus einfacher macht. Oben sehen wir eine Standard-Busstruktur, darunter sehen wir das, wie es teilweise wirklich so im Auto umgesetzt ist. Ich beschäftige mich hier in erster Linie auf die Cam. In dem Fall habe ich sogar auszugsweise das, was hier gelb gemalt ist, aus dem Antrieb ein, zwei Unterlagen. Und da sieht man dann auch, dass auch die Industrie selber nur mit Wasser kocht. Und auch das, was ich euch hier alles erzähle, wirklich eins zu eins übertragbar ist. Gut, die Notes hatten wir schon. Womit wird das Kram gesteuert? Ja, gut. Wie ich gerade sagte, das Fahrzeug ist wirklich ein bisschen sehr übertrieben. Da ist eine SPS drin. Das Display, wie man links sieht, hat noch nicht viel in Anzeige drin, aber es wird irgendwann, ich hoffe mal, in der Zukunft auch vernünftige Grafik auf das Display kommen. Auf der anderen Seite sieht man die rudimentären Anschlüsse, Spannung und ein RJ45. Wobei RJ45 sind nur zwei Adern belegt, nämlich der CAN-Bus. Den CAN-Bus, den wir hier, wird in der Industrie mit M12 fünfpoligen Steckern verwendet. Auf der einen Seite sieht man einfach mal so, wie es auch hier wirklich in dem Fahrzeug verdrahtet ist. Das sind die einen Zugang und die beiden Abgänge. Der kleine Stummel, der in der Ecke ist, da verwirkt sich nur ein Widerstand runter, weil ein Bus muss wieder mal, so wie man aus dem Deck und aus dem Telefonie und aus anderen Bussystemen kennt, mit einem Abschlusswiderstand verwendet werden. Von den 5 Pins sind nur 2 Pins belegt für den CAN-Bus. 2 Pins sind eventuell als Erweiterung für Spannungsversorgung. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, ein Display mit diesem fünfpoligen Stecker zu versorgen, wovon 2 eben den CAN-Bus bedienen und 2 eben dann die Spannungsversorgung für das Gerät darstellen. Ja, CAN-Bus. CAN-Bus hat 2 Adern, wie ich die ganze Zeit schon erzähle, weil es differenziell übertragen wird. Differenziell heißt, dass ich eine Ader positiv belege, die andere Ader genau mit 180 Grad verschoben negativ belege. Wofür macht man den Spaß? Das Fahrzeug hat es leider nicht. Andere Fahrzeuge haben aber Motoren drin. Und Motoren mit Umrichtern, das heißt Batterie, ein großer Umrichter, 3-4 kW Antriebstechnik, das Ganze wahrscheinlich 4-5 Mal. Ich habe einen tierischen Dreck auf dem System. Das heißt, ich habe Hochfrequenzstörung drauf. Ich habe auch durchaus Spannungsverschiebung. Und diese Spannungsverschiebung wird man hier in dem Bild sehr deutlich erkennen. Ich habe da den eingekreisten blauen Fehlerfall, der einfach auf beide Adern gleichzeitig wirkt. Damit verändere ich auf beiden Adern den eingeprägten Spannungspegel in die gleiche Richtung.
Das heißt, die Differenz zwischen den beiden Polen bleibt weiterhin konstant. Und wenn ich daraus das auswerte, komme ich wieder beim gleichen Wert raus. Wir sprechen hier von Spannung bei einer Nullspannung, was heißt, wenn beide nicht ausgelenkt sind, bei 2,5 Volt. Bei einer positiven bzw. negativen Spannung sind wir bei 3,5 und 1,5. Das heißt, ich habe eine Differenz von 2 Volt. Diese 2 Volt kann ich um die 10 Volt verschieben. Größer oder kleiner, dann steigen nur einzelne Teilnehmer aus. Mache ich es noch größer, bei ungefähr 50, 60 Volt steigen die ersten Optokoppler aus. Das heißt, dieser Bus hat natürlich auf beiden Seiten intelligente Teilnehmer und irgendwann sagen die ICs, das war's, wir verabschieden uns. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Seite, wo drauf eingehen möchte, ist, wieso kann so ein CAN-Bus die Möglichkeit geben, Prioritäten zu setzen? Prioritäten ganz einfach in dem Fall. Ich habe einen gewissen Zeitraum, den ich auf dem Bus einen Ruhepegel brauche, damit alle Teilnehmer wissen, dass der Bus frei ist. Nach diesem Ruhepegel können alle Teilnehmer gleichzeitig senden. Tun sie auch, dummerweise. So lange, bis sie merken, dass sie überschrieben werden. Überschrieben wird mit einer Null. Das heißt, die senden als erstes eine ID. Das heißt, eine Kennung. Und diese Kennung, umso mehr Nullen sie beinhaltet, umso dominanter wird sie. Das heißt, in dem Fall ist die Node 2, die hier aufgeführt ist, nicht dominant genug. Das Gleiche haben wir hier in dem Fall auch mit Node 1 als nicht dominant genug. Somit haben wir die Möglichkeit, bei nicht dominanten Signalen, umso mehr Nullen ich in der Adressierung verwende, umso mehr Dominanz bekomme ich. Stichwort, eine Information, mir ist gerade schlecht oder ich brauche lediglich nur ein bisschen Wasser im Kühlkreis, im Scheibenwischanlage, ist mit Sicherheit nicht so entscheidend, als wenn irgendwas in der Zündung oder im System falsch läuft. Das heißt, Fehlermeldung und Errormeldung werden meistens höhere IDs haben und dann eben nach der Priorität der Teilnehmern werden da dann die Adressierung verwendet. Somit gewinnt die letzte Node, weil sie eben die höchste Adressierung hat, in dem Fall in ihrem ID-Wort die meisten Nullen, und kann Daten senden. Nachdem diese Daten gesendet sind, das sind in einem normalen Frame maximal 8 Byte, haben wir wieder einen Ruhepegel und dann versuchen die anderen Stationen wiederum zu senden. Das heißt, es kann durchaus dazu führen, dass Stationen, die eine ganz niedrige ID haben, so gut wie kaum auf dem Bus durchkommen, wenn ich den Bus falsch konfiguriere. Gut, wovon habe ich jetzt gesprochen und warum will ich das Ganze mal hier erzählen? Wir haben natürlich auch Hintergrundgeschichten vom Auto dabei. Netterweise habe ich da wirklich, macht es mir jetzt auf, da sollte was kommen. Da haben wir es. Dann schiebe ich das da mal rüber. Da sollte es jetzt gleich auch drüben zu sehen sein. So, um der ganzen Sache ein bisschen zu verleihen, das ist wirklich ein Originalauszug aus diesem CAN im Antriebsbereich. Wie bitte? Ich kann das alles mal. Da stehen. Nee, schade, er macht da nicht. Kriegen wir es da hin? Einen Moment, ich klicke mal da rein, dann gucken wir, ob es jetzt macht. Ach, da unten, jo, danke. Jo, das hätte ich hier einmal ausprobieren sollen. Den da unten meint ihr, dann nehmen wir den doch. Gut, das ist, scrollen wir mal eben hoch, da sind nur ein paar Informationen, Randnotizen, wie es ist. Es wirkt wirklich in der Industrie, ich habe das jetzt auch für andere Hersteller und Umrichtern gehabt, es wirkt wirklich in der Industrie ein einfaches Excel-Sheet genommen, was mitgeschickt wird, um einfache Informationen weiter zu transferieren. Einfache Informationen sah hier relativ gut da. Ich habe die ganze Zeit was von IDs gesagt. Hier vorne sehen wir Motor-IDs und dahinter wirklich die Nummern. Diese IDs, die ihr hier seht, sind nachher auch die IDs, die wirklich über den Bus kommen. Dann sehen wir weiter hinten, hier in der Spalte, wie viele Bytes mitgeschickt werden.
Es können maximal 8 Bytes mitgeschickt werden. Es müssen aber, sag mal, 1 vielleicht mitgeschickt werden. Wie wir sehen, haben wir hier durchaus mal 4 oder auch mal 3. Das ist einfach die Anzahl der nachfolgenden Bytes für die Nachricht. Und, ja, jetzt bin ich soweit, ganz am Ende sehen wir ein Timeout. Das heißt, wir haben eine zyklische Wiederholungszeit auf dem Bus. Und sollte es in dieser Timeout-Zeit nicht wiederkommen, liegt ein Fehler vor. Das heißt, dann kann ich als Master auch in Störung gehen und sagen, ich habe ein erfolgtes Signal nicht bekommen, es ist zwingend notwendig, ich gehe einfach in Notlauf oder Fehlerlauf. Das heißt, ich habe hier 2 Möglichkeiten. Entweder der Busteilnehmer selber meldet einen Fehler und sagt von wegen, ich habe eine Störung vorliegen, oder eben der Master, in dem Fall der Controller, merkt, ein Teilnehmer meldet sich nicht zyklisch und nach einer gewissen Timeout-Zahl geht der dann eben in Störung. Die beiden Möglichkeiten habe ich. Ich scroll jetzt einfach mal hoch, dass Sie ein bisschen mitlesen können. Das sind jetzt Originalauszüge, die ich netterweise bekommen habe. Und ich weiß damit, dass da auch was im Simulink in der Hinsicht läuft, in einer Projektarbeit dementsprechend. Diese Daten sind wirklich echt und verifiziert. Wir machen mal an der Seite weiter. Gut, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem CAN, was wir gerade im Auto gesehen haben, und dem, was ich in jedem Fahrzeug verwende? Ihr habt gerade lauter viele Ziffern gesehen, die nicht eindeutig zusortierbar sind. Das heißt, ohne diese Excel-Tabelle würde ich die Nummern nicht zusortieren können. Da hat man sich überlegt, wir bauen ein Objekt obendrauf, was sich CAN-Open nennt. Und in diesem CAN-Open-Objekt definieren wir gewisse festgelegte Nachrichten. Stichwort: Fehlermeldung sind 80 plus Not-ID. Wir haben die ganze Zeit von irgendwelchen eindeutigen IDs gemeldet. 80 ist ziemlich niedrig, dementsprechend QWERTY 80er-ID plus Not-ID in Hexadezimal immer mitkommen. Einzige beschränkende Geschichte ist, dass ich hierdurch die maximalen Teilnehmer auf 128 begrenze. Das heißt, Hexadezimal 64 Not-IDs habe. Also 63, weil die 64 sollte ich nicht verwenden. Was auch zukommt und was gleich ist zum Kennen, ist, dass ich NMT habe. Das heißt, die Not-ID 0, die höchste Priorität, dient zum Steuerung der Teilnehmer. In dem Fall starte Teilnehmer, stoppe Teilnehmer, resette Teilnehmer, beziehungsweise die Teilnehmer selber antworten auf einer 800er bzw. 700er ID mit dem Hinweis, bin 700er, unten links sieht man, mit einer 700er ID, in dem Fall, dass sie sagen, von wegen, ich bin jetzt gestartet oder ich bin in dem und dem Zustand oder ich habe einen Reset-Befehl empfangen und resette neu. Das ist mit 700 Not-ID. Alle weiteren IDs, die wir hier sehen, dienen der Kommunikation. Das heißt, TX bzw. RX, in dem Fall 200 plus Not-ID, 300 plus Not-ID bis 500 plus Not-ID sind IOs. Das heißt, ich kann pro dieser Not-ID 8 Byte mitschicken, um einen Teilnehmer, wie wir vorhin die kleinen schwarzen Kisten gesehen haben, zu sagen, er soll einen Ausgang einschalten. Oder ich kann da zum Beispiel auch Geschwindigkeiten drin verpacken. Oder in einem Display anschalten, dass er jetzt auf einen anderen Screen gehen soll. Oder ihm zusätzliche Informationen von Temperaturen mitteilen und solche Geschichten. Die TPOs sind Signale, die dann darauf wieder reagieren und sagen von wegen, ich habe folgenden Eingang erhalten. Das sehen wir bei dem Schalter, den wir hier am Wobbycar haben. Der würde sagen 180 plus 14 in dem Fall in dem Not-ID. Ich habe folgenden Eingang erhalten, ich kippe folgendes Bit. Die 600er und 700er Nummern, die ich hier habe, dienen der Konfiguration. Das heißt, in CAN-Open ist es festgelegt, dass ich die Möglichkeit habe, wenn Spannungsversorgung folgt auf den Teilnehmern, dass ich in einem Pre-Operation-Modus bin. In dem Zustand kann ich Parameter auf einer Not ändern. Wir sagen, wir haben einen Temperatursensor, der normalerweise kalibriert werden muss. Die Kalibrierung würde ich per STOs machen. Oder ich habe einen intelligenten Teilnehmer, der nicht nur eine Reihe an Eingänge hat, die digital wären, sondern wahlweise mir zur Verfügung stellt, Eingänge digital bzw. analog zu verwenden. Dann würde ich das einstellen. Oder ich habe einen Motor, der entweder selber eine Fahrt vollzieht, weil er intelligent ist und sagt von wegen Punkt A bis Punkt B, wenn du auf folgendem Signal was bekommst.
Oder fahre so lange mit folgender Geschwindigkeit. Und solche Sachen kann ich einstellen. Rampen, wie schnell läuft der Motor, wie schnell bremst der Motor und solche Sachen. Deswegen ist es wichtig, dass ich STOs in erster Linie nur in einem Präoperationsmodus übermittle, damit in diesem Fall dann beim Änderung dieser Daten kein Systemcrash oder andere gefährliche Zustände entstehen. Sagen wir, wir haben die Geschwindigkeit des Bremsens heraufgesetzt, dann würde der Kollege eben beim nächsten Mal bremsen schneller mit dem Kopf auf dem Lenkrad aufschlagen. Und das möchte ich nicht. Dementsprechend ändere ich es, teste aus und kann dann gucken, ob diese Werte okay sind. Wenn ich es mitten im fahrenden Fahrzeug mache, weiß ich nicht, wie es reagiert und ab wann es reagiert. Gut. Ich erzähle so viel davon, dann wollen wir uns das ganze Spaß doch mal angucken. Wie sieht das in diesem Bobbycar aus und wie kommen die Daten? Die Daten selber greife ich hier im Moment mit einem einfachen USB zu Canon-Adapter ab. Diese Daten, wie man unschwer erkennen kann, laufen hier über ein langes Kabel. Das heißt, so ein Canbus ist auch relativ unverwüstlich. Einzige Maßgabe ist, und deswegen sieht man hier an Stelle 2 auch mal 4 Adern, ich binde dieses Gerät mit ein. Das heißt, der Bus läuft einmal aus dem Fahrzeug bis hier oben in den Adapter und aus dem Adapter wieder zurück zum Bus. Deswegen werdet ihr hier auch immer 4 Adern sehen. Einmal hin, einmal zurück. Wenn ich Stichleitung mache, bekomme ich Reflexionen, die das System zerstören können oder Nachrichten im einfachen Fall unbrauchbar machen. Gut. Dann gehe ich jetzt mal rüber auf den... Genau, da haben wir das. Leider gibt es, ich sag mal, 3/4 der Hersteller benutzt Windows. Es gibt eine Ausnahme, die habe ich hier gerade liegen, aber ich habe es bei mir selber noch nicht eingebaut. Das heißt, der Hersteller, der hier gerade auf dem Tisch liegt, der verwendet, hat auch eine API für Linux und bietet auch Treiber für Linux mit an. Das, was Sie hier schon gleich sehen, ich hoffe mal, dass ich das überhaupt sauber erkennen kann. Ja, ist ein bisschen klein wahrscheinlich, oder? Ja, geht. Das, was Sie hier sehen können, ist vorne die Node-ID. Dahinter kommt die Länge der Bytes, die folgen, wie in der Tabelle, die ich euch vorhin auch gezeigt habe, und die eigentlichen Daten. Ganz hinten sieht man laufende Ziffern, das heißt, diese Sache läuft im Moment, das sind Echtzeitdaten aus dem System. Obwohl wir nichts sehen, kommunizieren die Teilnehmer, zum Beispiel der Schalter, der oben ist, zum Blinken oder zum Bupen und solche Geschichten. Dieser Taster gibt natürlich bereits Signale, dass er keinen Eingangssignal hat. Das heißt, ich habe hier eine Zyklischzeit von ungefähr 50 Millisekunden eingestellt. Wir können auch mal in den Trace gehen, dass das einfach mal hintereinander durchläuft, dass man wirklich sieht, dass die Daten nacheinander kommen. Das heißt, permanenten Traffic auf diesen Bus. Dieser Bus dürfte auch keine hohe Buslast haben, weil da ja nicht nur die beiden Teilnehmer drauf sind. Nix. So sollte es eigentlich sein und so bin ich froh. In der Realität hat man durchaus mal 30-50%. Ab 70 sollte man sich Gedanken machen, bei 80 ist dann vorbei. Das ist wie im Netzwerk und in allen anderen Systemen, da wo Teilnehmer miteinander kommunizieren sollten. Gut. Dann wollen wir mal gucken, was die Eingänge machen, beziehungsweise wie das aussieht. Ich drehe hier einfach mal das Licht an. Hier sehen, wir sehen Daten, die hingehen auf Node-ID 200, 214 und 215 sind die Ausgänge. Das heißt, die unteren beiden Zeilen, die wir da haben, die jetzt von 0 auf 24 springen, hexadezimal, das heißt, der Ausgang 2 im oberen Nibbel und der Ausgang 4 im unteren Nibbel wird gerade gesetzt. Das heißt, es sind einzelne Bits, die da dargestellt werden. Werden gesetzt, um einfach nur die Leuchten anzumachen. Die Leuchten an- und auszumachen hängt einfach damit zusammen, dass die 4 Lampen, die ich hier dran habe, auch wirklich im Moment 4 Ausgänge benutzen. Ich benutze in diesem Fahrzeug im Moment 16 IOs als Ausgänge. Der Taster blinken, rechts bzw. links, gibt keine Veränderung, weil die SPS selber das Blinken macht. Das heißt, hier sehen wir keine Veränderung in den oberen beiden Zeilen, aber in den unteren beiden Zeilen, weil dort eben die SPS das Signal von dem Schalter bekommt. Ich kann auch mal oben abschalten. Das heißt, da sehen wir in der zweiten Zeile jetzt eine 44, schalte ich an, sehe ich da eine 54. In der zweiten Zeile zweites Bit. Das heißt, da schalte ich von 54 auf 44. Das kippt also ein einziges Bit, das untere im oberen Nippel. Dieses Bit zeigt der SPS an, bitte blinken.
das, was jetzt hin und her wandert in den beiden unteren und in den beiden oberen. Die unteren beiden sind die Ausgänge, die unteren beiden Zeilen. Die oberen beiden Zeilen geben die Rückkopplung der Eingänge. Das heißt, ich habe im Moment die Ausgänge der IOs direkt auf den Bus zurückgekoppelt. Deswegen sehe ich da auch ein Blinken in den oberen beiden Zeilen. Das ist also nicht von dem Taster, sondern dann blinken wir mal in die andere Richtung. Da müssten wir. Ah, das ist das, was ich befürchtet habe. Jetzt passiert nichts mehr. Das ist der Spaß mit Windows in der virtuellen Box. Das heißt, das System ist gerade leider abgeschmiert. Muss ich da mal eben. Ja, das will er gar nicht mehr. Gut. Dann erzähle ich da einfach mal weiter. Ohne das zu machen, das heißt, wir gehen. Ziel war es jetzt eigentlich soweit, die einzelnen Signale mal durchzugehen. Vom Prinzip ist das, ich glaube, einigermaßen verständlich. Was wir jetzt haben ist, natürlich kann er nicht nur rechts, links blinken, sondern hier auf dem Schalter habe ich natürlich auch das normale Abblendlicht, ein Fernlicht und was ich leider gestern Nacht nicht mehr ganz geschafft habe, er hat einen Warnblinker, beziehungsweise er hat einen Schlüsselschalter. Der Schlüsselschalter und der Warnblinker ist noch nicht ganz eingebaut. Beim Schlüsselschalter haben wir mal die Variante. Die Panikbeleuchtung funktioniert schon mal. Gut. Dann wäre ich soweit erstmal durch und gerne jederzeit Fragen in verschiedener Form, überall zu, gerne auch, was euch einfällt, wo euch Lücken sind. Ich glaube, hier sollte irgendwo ein Mikro rumfliegen. Da hinten sitzt es. Einfach Hand hoch, Mikro wird einem zugereicht. Wichtig ist übers Mikro, damit der Livestream auch was davon hat. Ich bin euch auch nicht böse, wenn ihr alle noch am Schlafen seid. Was ist denn das kritischste Signal, was so über den Bus rübergeht? Also ich nehme mal an, der Airbag wird da nicht gesteuert, aber bis wohin geht das so in etwa? Das ist eine Art von Frage, wo ich ganz ehrlich sage, dass ich selber noch nicht im Automobil arbeite, aber das, was ich jetzt hier habe, ist wirklich der Antrieb. Und dann wollen wir mal gucken, was da alles mit drin steht. Komplett auswendig gelernt habe ich es nicht. Ja gut, eine Parkhilfe ist relativ einfach. Eine Last, was haben wir denn da? Gut, der Airbag wird da mit Sicherheit als Rückmeldung sein. Gehen wir da mal durch. Der ist auf alle Fälle mit drauf. Wobei ich hier einfach aus der Quelle lesen muss und das auch nicht genau sagen kann. Gut, also es ist geplant. Wir gehen mal weiter. Was hatten wir sonst noch? ESP ist mit drauf. ABS ist mit drauf. Dementsprechend ist in dem Fall doch wirklich alle systemkritischen. Wobei ich hierzu sagen muss, es wird getrennt zwischen verschiedenen CAN-Bus-Systemen. Das heißt, ich hatte ganz am Anfang eine Folie, wo Komfort und Antriebstechnik und Informationstechnik generell voneinander getrennt wird. Das heißt, auf dem Antriebsstrang sind wirklich dann nur die notwendigen Sachen wie Steuergerät, wie in dem Fall EPS, der Airbag ist auch mit auf dem Antriebsstrang. Die Liste, die ich hier gerade offen habe, dient dem reinen Antriebsstrang. Einzig und allein. Welche Folie? Ach so, gerne. Das sollte ja noch funktionieren. Springen wir noch mal zurück. Bei Bilder dauert das ein Tick länger, habe ich gerade festgestellt. Da sind sie. Genau. Da kommt sie. Da ist auch die Maus. Das heißt, die gelben sind zusammen. Das ist eben das, was ich gerade offen habe. Das heißt, das, was hier gelb gezeichnet ist, das ist die Tabelle, die ich offen habe. Es gibt eine weitere Tabelle für den Komfort bzw. für die Information. Der Information ist hier gar nicht drauf. Nah dran, was wir hier bei der Klimaanlage haben, ist der Sensor mit LIN. Der Unterschied zwischen CAN und LIN ist, dass man das Differentielle abgeschafft hat. LIN ist einpolig und die Busgeschwindigkeit bzw. die Datenmenge herabgesetzt hat, damit ich mit einfachen Teilnehmern wie Sensoren darauf zugreifen kann. Von dem, was Informationen über LIN geht und CAN geht, sind sie von der Art der Information identisch.
Nur von der elektronischen oder von der elektrischen Eigenschaft hat man da eine Veränderung. Wie ist denn die Beziehung zwischen den Daten, die man über einen OBD-Bus, Onboard-Data, OBD, glaube ich, ne? Nicht ODB, abgreifen kann und diesen CAN-Bus-Daten? Die CAN-Bus-Daten und der U-Bus-Stecker sind ja direkt identisch. Ich weiß nicht, wie weit ich das Steuergerät nur auf dem CAN-Bus manipulieren kann oder auf dem VAG ist das ja, das ist die Diagnoseschnittstelle für VW in dem Fall, ja. Für das Steuergerät. Aber selber habe ich im Automobil noch gar nichts gemacht. Ich komme eigentlich aus dem Bereich der Flurförderfahrzeuge und Transportfahrzeuge und dementsprechend habe ich mich komplett mit CAN Open auseinandergesetzt. Was eben der Unterschied ganz deutlich darlegt, ist, dass man für CAN Open eine Tabelle geschaffen hat, um Signale eindeutig jederzeit zu identifizieren kann. Das heißt, ich kann auch in ein Fahrzeug gehen oder in ein Gerät gehen, mich aufstecken und brauche kein Hintergrundwissen zu haben. Wenn ich 200 sehe, weiß ich, dass es ein Befehl ist von der Steuerung. Sehe ich irgendwie 180 plus Nord-ID, weiß ich, dass es von einem Teilnehmer zurückkommt. Bei einem CAN-Bus im Auto ist dieses nicht gewollt. Deswegen brauche ich da die Langtabellen. Und diese Tabellen muss ich dann wiederum einpflegen in die Steuergeräte oder in Elektronik, um überhaupt annähernd zu wissen, welcher Teilnehmer meldet sich mit welcher Information. Gut. Ich glaube, ich habe hier dran einen Workshop. Das heißt, der Workshop selber soll nachher das Spielen ermöglichen mit der SPS. Das heißt, das, was auf der SPS drauf ist, Code ist es. Da habe ich die Quellen da und wir können auch jederzeit alles ändern. Ich habe zwei weitere Adapter für USB auf CAN. Da haben wir die Möglichkeit auch mal zu gucken, wie die verschiedenen Adapter miteinander arbeiten und was deren Vor- oder Nachteile sind. Software von allen Adaptern ist frei. Mittlerweile wird die Software über die Dongle finanziert. Das heißt, die Preisklasse fängt so bei 100 Euro an und geht durchaus bis 500 Euro. Möchte man unbedingt gerne noch die erweiterte Funktionalität der Software und nicht nur die einfachen Treiberfunktionalitäten, werden wir dann ganz schnell in irgendwelchen vierstelligen Bereich für die Software, die über diese Dongles arbeitet. Gut, der Workshop soll nebenan im Tagungsraum 1 stattfinden. Gibt es weitere Fragen? Falls das nicht der Fall ist, ich werde mich mit Sicherheit mit dem Thema noch weiter beschäftigen. Ich werde garantiert dieses Fahrzeug hoffentlich auch dann mal mit Akkuzellen ausstatten, sodass man es überall mit hinnehmen kann. Weil ich mich gestern Abend auch schon im Hexcenter mehrfach angesprochen worden bin. Wann ist das denn fertig? Kann ich damit auch losfahren? Das heißt, ich konnte es gerade noch auf den Tisch retten, bevor alles, was jetzt an der Elektronik dran ist, mit hinterhergerissen wird. Wie ich gerade sagte, es ist noch keine Akkuzelle drin und der Deckel unten drunter ist auch noch nicht drauf. Dementsprechend. Über Antriebstechnik habe ich mir auch Gedanken gemacht. Die Schwierigkeiten ist, diese Bobbycard nicht genügend Hohlraum. Das heißt, es ist die Kunst, die ganze Elektronik in den Mengen da reinzubekommen. Wenn es sich irgendwann ergibt und durch einen glücklichen Zufall es irgendwann die Möglichkeit hat, dann wird er mit Sicherheit auch früher oder später eine Antriebstechnik nachgerüstet bekommen. Gut, Fragen jederzeit, gerne auch per E-Mail, warum nicht? Wissen teile ich gerne, gebe ich auch gerne weiter.